Die Sonne scheint. Der Tag am Ende des Septembers beginnt fast schon frühlingshaft. Temperaturen um die 25 Grad lassen die Menschen auf den Straßen in kurzen Hosen und T-Shirts herumlaufen. Ein Sommer, der im Laufe des Jahres nicht so richtig in Schwung kommen wollte, dafür sich jetzt aber mit Pauken und Trompeten auf der Erde breit macht. Ich nutze den Anlass, mal wieder unterwegs zu sein, natürlich nicht allein. Man befreit sich vom Alleinsein, kann herrlich vergessen, herumalbern wie ein Kind und einfach Spaß haben. Was gibt es also Besseres, als mit meiner schwebenden rothaarigen Elefantenmaus Brandenburg unsicher zu machen? Für uns geht es dieses Mal ans Ende der Welt. Zumindest an die deutsche Ostgrenze. Wenn man vom Ende der Welt spricht, dann wissen wir, dass die Erde eine Kugel ist und jeder Ort Anfang und Ende zugleich sein kann. Unseren Teddybären haben wir zu Hause gelassen. Mit einem wohligen Brummen träumt er von schönen Mädchen auf Ambrosia, eine Insel im Nirgendwo, wo ihn ganze Heerscharen an schönen Frauen verwöhnen und er es sich mal so richtig gut gehen lassen kann, bis sein Traum zerplatzt und er feststellen muss, dass er sich in einer Comic-Verfilmung eines dicken Galliers namens Obelix wiederfindet und die Schönheit dahinfließt und sein Bauch als sichtbares Zeugnis seines Wohlstandes breit gemacht hat. Lassen wir ihn träumen. Träume sind wichtig. Wir treffen uns an der Tramstation am Antonplatz. Ich bin etwas spät dran. Verkehrte Welt. Sonst bin ich immer der Erste und warte auf mein Elefantenmäuschen. Nun gut, ist es einmal andersherum. Auch schön. Kaum haben wir uns fest umarmt und gedrückt, schauen uns neidisch die Leute an. Oder wundern sie sich nur über die zwei verrückten Vögel, die aussehen wie zwei entflohene Zirkusclowns? Egal, lassen wir sie doch denken. Wir halten uns nur noch fester umarmt. Die Tram kommt. Es geht zum Alex, dem Verkehrsknotenpunkt der verschiedensten Menschen aus aller Welt. Fast schon gehe ich unter in den Massen an Menschen, wenn da nicht meine Elefantenmaus mit ihren roten Haaren an meiner Seite wäre. Das dicke Ding lasse ich vor mir herlaufen, wie ein Bergepanzer, der mir den Weg freiräumt. Wir erreichen unverletzt das rettende Ufer der Rolltreppe und lassen uns geschickt nach oben hieven. Pünktlich angekommen, warten wir am Bahnsteig auf den Regionalexpress nach Frankfurt, die an der Oder gelegene Grenzstadt im Osten Deutschlands. Es geht auf den Polenmarkt nach Słubice, das vor dem Großen Krieg die Gartenstadt Frankfurts war, heute polnisch und auf der anderen Seite der Oder liegt. Wir finden einen Viererplatz und verstauen unsere Taschen. Auch einen gebrauchten Hacken-Porsche begleitet uns. Einen Namen bekam unser Begleiter nicht. Zu sehr schmerzt uns immer noch der Verlust unseres heißgeliebten Rolfs. So ziehe ich dieses billige Ding den ganzen Tag hinter mir her. Kaum haben wir uns hingesetzt, da ging es auch schon los. Die Klappe ihres mädchenhaften Gesichtes öffnet sich unentwegt. Ein Vogel, der endlos vor sich hin trällert. Am Anfang hatte ich noch die Energie, doch muss ich sagen, auf die Dauer hat mich dieses rothaarige Weib ganz schön geschafft. Ich lasse sie gewähren und leide bereitwillig. Einen Blick in ihre Augen lässt mich das Förderband an wiederholenden Wörtern vergessen und ein breites Lächeln macht sich auf meinem Gesicht bemerkbar. Die Sonne scheint, für uns beide. Frankfurt, wir kommen. Der Zug setzt sich leise in Bewegung und wir gucken den Leuten auf dem Bahnsteig hinterher, bis wir den Bahnhof verlassen haben. Das Berliner Stadtgebiet endet mit der Ankunft in Erkner. Wir erinnern uns an den Trödelmarkt in der Stadthalle am Bahnhof, den wir irgendwann einmal besucht hatten. Es geht weiter Richtung Fürstenwalde-Spree, einst mein Umsteigebahnhof als Gärtnerlehrling,
wo ich abends um 22 Uhr am verlassenen Bahnsteig auf die Schweinetaxe nach Beeskow wartete. Es hat sich viel verändert. Die Schranken mit ihrem typischen Gebimmel, wenn sie heruntergelassen wurden, gibt es nicht mehr. Der Zug kann durchfahren. Weiter geht es. Einige Kleckerdörfer werden noch bedient. Dann der Halt Frankfurt-Rosengarten. Der Endbahnhof war in greifbarer Nähe und es ertönt ein netter Hinweis des Zugpersonals. In Frankfurt-Oder besteht dann am Schluss eine Regionalexpress 10 nach Cottbus Hauptbahnhof. Über Eisenhüttenstadt, planmäßige Abfahrtzeit um 11.36 Uhr von Gleis 10. Sowie an die Regionalbahn 36 nach Königs Wusterhausen, planmäßige Abfahrtzeit um 11.53 Uhr von Gleis 12. Bitte beachten Sie auch die örtlichen Aushänge und Lautsprecher an seiner Bahnsteig. Das Zugpersonal der Ostdeutschen Eisenbahn verabschiedet sich herzlich und wünscht Ihnen noch ein schönes Wochenende. Auf Wiedersehen. Frankfurt. Der Zug rollt in den Bahnhof ein. Etwas schäbig kommt mir der Bahnhof vor. Er wirkt gar nicht wie ein Hauptbahnhof. Nur die langen Gänge zeugen von der Wichtigkeit des Ortes, obwohl es ein Endbahnhof ist. Unser erster Gang, die Toilette. Mittlerweile ein Ritual, das wir regelmäßig pflegen. Danach geht es raus auf den Bahnhofsvorplatz. Frische Luft, die uns gut tut. Es ist recht frisch und ein bisschen windig auf diesem Hügel, wo die Züge abfuhren. Wir setzen uns auf eine Bank mitten auf dem Platz und fühlen uns ein wenig wie auf einem Präsentierteller. Gut an dieser Platzwahl war, dass ich auf dem Laufsteg mir die hübschen jungen Männer ansehen konnte. Als ich nun die Parade an den jungen Dingern abnahm, spürte ich, dass ich alt geworden bin. Claudia lacht mich mit der Bemerkung an: Tja, wir werden alle nicht mehr jünger. Wumms, da ist er wieder. Der Einschlag in meinem Körper von der Kugel dieser Pappkanne, die mit einem Schlag alles vernichtet. Wenn da nicht ihr Grinsen im Gesicht wäre, das mich ans rettende Ufer holt. Wir quarzen erstmal zum Ankommen eine Zigarette. Durchschnaufen. Mein rothaariges Elefantenmäuschen kannte den Weg nach Polen. Ist sie schon unzählige Male gelaufen. Ich vertraue ihr und lasse mich mitreißen. Fühle mich gerade wie ein Hund an der Leine, der aufs Kommando wartet. Die Zigaretten neigen sich dem Ende und wir ertränken die restlichen Stummel in einem kleinen Glas mit Wasser, wo einst Kapern aufgeschichtet waren. Schließlich wollen wir ja nicht gleich unseren Ruf als Berliner ins Spiel bringen und unseren Dreck nach Frankfurt bringen. Claudia schnallt sich ihren Rucksack auf den Rücken und schon geht es los. Eine Seitengasse führt uns zu einem steilen Abhang ins Zentrum der Stadt. Vorbei am Oderturm geht es rechts zur Oderbrücke. Mit festem Schritt überqueren wir die Brücke, in unseren Köpfen das Ziel. Nun sind wir auf der polnischen Seite der Oder und laufen den Damm entlang, der uns direkt zum Polenmarkt führt. Alle 100 Meter eine Bank zum Ausruhen. Wir überspringen einige Bänke und platzieren uns an einen sonnigen Standort, um etwas innezuhalten. Wir haben ja Zeit und die nutzen wir. Bloß kein Stress. Kurzurlaub ist angesagt. Nach einem kurzen Sonnenbaden geht es nun zum Eingang des Polenmarktes. Claudia hat eine Einkaufsliste, die sich ständig ändert, sobald etwas sie anlacht. Aber erstmal die wichtigen Sachen abhaken. Ich folge ihr. Meinen Hals schmückt immer noch das Halsband zur Führung. Ich laufe ihr hinterher. Die Gänge sind schmal. Der Bergepanzer räumt mir schon wieder den Weg frei. Es wird der Stand mit der Nummer O-17 gesucht. Claudia konnte das O nicht deuten. Stattdessen suchte sie immer nach der 017, bis ich verstand, dass die Stände nach dem Alphabet geordnet waren. Wir fragten nach, doch so richtig konnte man uns nicht weiterhelfen.
Irgendwann entdeckte ich ein L wie Ludwig und noch ein N wie Nordpol. Dann schimmert es mir und mache Claudia darauf aufmerksam. Jetzt ging es einfacher. Der Stand mit der Nummer O-17 ist gefunden. Eine Katharina bedient uns. Sie kannte das rothaarige Elefantenmäuschen bereits von den vorherigen Einkäufen auf dem Markt. Ein rotes T-Shirt mit Glitzer soll es sein. Gar nicht so einfach bei so viel Angebot, aber dieses Mal hat Claudia Pech. Die Mode zeigt drei Viertel an, mit vielen Lochmustern und Fransen. Scheint in diesem Jahr der Trend zu sein. Claudia gibt nicht auf und lässt sich ein Kleidungsstück nach dem anderen vorführen. Aber es kommt immer nur ein Schütteln und das Gesicht verzieht sich. Eine ganze Weile vergeht und wir suchen noch immer. Vergebens. Ich merke, dass ihr Gesicht säuerlich anläuft. Es wird Zeit, dass ich sie erlöse und die Sonne aus diesem Dunkel hervorhole. Mit einem "Ach Manno" zieht sie von dann und ich laufe wie ein Dackel hinter ihr her. Versuche sie zu trösten, was ich auch schaffe. Keine zwei Stände weiter ist ihre Traurigkeit dahin und ein Geistesblitz fährt durch ihren Körper. Ich ahne Schlimmes. Es müssen noch Damenzigaretten gekauft werden. Eine Stange konnte sie noch mitnehmen. Ich gucke sie an. Damenzigaretten? Ja, die sind richtig gut, sagt sie mit blinkenden Augen. Ein Blinzeln mit ihren Augenlidern, die in silberner Farbe bestrichen waren, gab mir keine Chance zu widersprechen. Sitz, Platz und Ruhe! Jetzt fühle ich mich wirklich wie ein Hund. Aber was soll es? Der Sonnenschein ist nun mal so. Hauptsache Sonne. Sie packt ihre Damenzigaretten in den mitgenommenen Hacken-Porsche und schon geht es weiter. Der Dackel mit den kleinen Beinen hat Mühe, Schritt zu halten. Komme mir vor wie eine Karikatur von Loriot. Da werden die Menschen auch zu Hunden erklärt, um ihr Verhalten zu verdeutlichen. Den größten Teil haben wir schon eingekauft, beziehungsweise Claudia. Ich hatte noch keine Zeit, mir was anzugucken, weil ich so mit dem Hinterherlaufen beschäftigt war. Nun brachte ich sie aber zum Stoppen. Mittagszeit. Essenszeit. Da hat sie gespurt und wir ließen uns nieder. Scheißegal auf die Figur. Heute darf gefressen werden. Wir bestellen und man bringt uns zügig unser Essen. Claudia verlangt sogleich die Rechnung. Ich hatte gerade mal das Besteck besorgt, da kam der Kellner schon angeflitzt und legt uns seine Rechnung vor. 4,20 Euro haben wir verstanden und ich sage noch zu ihr, leer mal dein Kleingeld aus dem Portemonnaie, dann hast du es nachher leichter. Sie hört auf mich und legt dem Kellner das Geld hin. Der guckt uns komisch an. 24 Euro nuschelt er vor sich hin. Unser Fehler. Wir gaben ihm die korrekte Summe. Vielleicht hätten wir den Preis verhandeln sollen für seine unkorrekte Aussprache. Aber wir sind barmherzig und wahren den Frieden. Außerdem könnte das Essen kalt werden. In rekordverdächtiger Manier verdrücke ich das Schaschlik. Danach bereue ich es. Heute darfst du essen. Das wird Montag wieder beim Sport abtrainiert, war der Befehl der rothaarigen Elefantenmaus und der Dackel pariert. Wir heben unsere schweren Körper von dieser quietschenden Bank und setzen uns langsam in Bewegung. Jetzt heißt es bummeln. Die wichtigen Sachen waren bereits eingekauft. Ich glaube nicht wirklich daran. So schlendern wir durch die Gänge. Ein Stand interessiert mich. Schmuck. Meine erste Kette, die ich mir in den 90er Jahren von dem Geld eines Ferienjobs gekauft hatte, war gerissen. Ist halt ein dünnes Zeug. Aber die dicken Panzerketten stehen mir nicht. Ich mag Eleganz und so schaue ich mich am Stand um. Viele Ketten gab es, auch in Silber. Sie waren mir dann doch zu hell und ich stieg dann um auf Edelstahlketten. Da ist sie. Ich habe sie entdeckt. Sah so ähnlich aus wie meine gerissene Kette, allerdings zu lang. Bereitwillig kürzte man mir die Kette, als Zeichen eines guten Kundenservice.
Sie passt und schmückt prächtig meinen nicht mehr so dünnen Hals. Gekauft. Es fließen 15 Euro über den Tisch und ich behielt die Kette am Hals. Jetzt fühle ich mich endgültig wie ein Dackel, hebe meinen Kopf stolz in die Luft wie ein Jagdhund, der Witterung aufnehmen will. Die nächsten Schritte, gesäumt von vielen Lebensmitteln, aufgebahrt auf kleinen Tischen und Kühltruhen, ein Stück von dem roten Käse, dem würzigen, auch ein Teil der Tradition, wir bekommen eine Kostprobe. Lecker. Fast hätte ich der Frau am Tresen gekündigt und mich selbst dahinter gestellt, aber nicht um zu verkaufen, mehr um endlos zu naschen. Ein Stück von diesem leckeren Käse kaufen wir und ziehen quietschfidel dahin. So langsam werden die Beine schwer, haben jeden Gang begutachtet. Überreizung. Es ist Zeit für den Aufbruch. Heimwärts. Der Hacken-Porsche ist prall gefüllt. Er lässt sich schwer ziehen wie eine störrische Ziege, die keinen Bock auf uns hat. Und da ist er gefallen, der Name für dieses dumme Ding an meiner Hand. Ab heute trägt er den Namen Ziege. Der Damm scheint uns wieder endlos vorzukommen, aber der Rückweg geht schneller, weil es nach Hause geht. Zwei besoffene Polen liegen im Graben, der eine hat noch seine Bierflasche in der Hand und der andere zeigt sein Bäuchlein und träumt vom Bierparadies. Niedlich, wie sie da so liegen. Unser Weg führt uns weiter. Wir machen nochmal Halt an einer Bank und lassen uns nieder. Wir haben Zeit. Ich nutze sie und befrage mein rothaariges Elefantenmäuschen, wie es so war, der Tag auf dem Polenmarkt. Den fand ich super. Schöne Sonnenscheinwetterchen. Gut, man musste halt zwar eine Dreiviertelstunde dahin laufen, aber mit zwischendurch sitzen war das schon perfekt. Und vor allen Dingen bei denen, Polenmarkt, Frankfurt-Oder, da kriegt man wenigstens auch für Leute, die etwas mehr drauf haben, Sachen. Ja. Hat man sonst nicht wirklich gut bekommen. Nur natürlich, man muss ein bisschen nachsuchen, aber ansonsten echt super. Also. Du gehst ja hier öfter hin zum Polenmarkt. Ja. In Frankfurt oder besser gesagt nach Suizid, ne? Genau. Ja. Da kriegst du auch alles, ja? Ja, da krieg ich bis jetzt halt immer alles bekommen. Wie sah denn deine Einkaufsliste heute aus? Sah sehr gut aus. Gut, da waren zwar drei Sachen, die eigentlich nicht auf meiner Einkaufsliste standen. Aber dafür habe ich mein T-Shirt nicht bekommen, gut, was ich halt beim nächsten Mal vielleicht kriege. Aber ansonsten Eimannfreiheit, das bekommen, was ich holen wollte. Ja. Nun haben wir ja unseren Rolf verloren, ne? Der ist uns ja geklaut worden. Jo. Wir haben hier einen Ersatz, könnte größer sein, aber wir haben ihn vollgepackt, ne? Genau, und da passt die neue. Erzähl doch mal, was hast du denn da alles heute eingekauft? Ja, da habe ich Zigaretten eingekauft, Anziehsachen, so Wurstkäse und was war das noch? Likör haben wir gekauft. Also genau, Likörchen haben wir gekauft. Socken haben wir gekauft. Für Patrick Sättchen haben wir gekauft und ja. Patrick ist ja mein Neffe und genau. dein Neffe? Mein was ist das Schwiegerneffe. Schwiegerneffe. Ja. Kann der man lange so Lulatsch. Genau. Ja. Sehr süße. Ja. Also es war heute wirklich toll. Das Wetter hat mitgespielt. Sehr, sehr und, schön. Ja, man muss halt eben diesen kleinen Fußmarsch von Frankfurt vom Hauptbahnhof bis zum Polenmarkt. Man kann natürlich auch eine Taxe nehmen, kostet natürlich dementsprechend. Genau, hin und zurück. Und bei dem Wetter, ja. Bei dem Wetter, glaube ich, läuft man denn doch lieber. Ja, tut also. Mal ein bisschen was mit dir, die Figur. Ja, na klar, wenn Sonnenscheinwetter ist, so wie heute, also macht es schon was aus. Also da kann man ruhig ganz gemütlich dahin laufen und wieder zurücklaufen. Ja. Nach einem tiefen Durchatmen geht es weiter. Die Stadtbrücke von Frankfurt ist in Sicht. Am Kreisverkehr vor der Stadtbrücke kommt uns ein Bus des Frankfurter Stadtverkehrs entgegen und hält an der Haltestelle am Collegium Polonicum. Wir gucken uns verdutzt an. Wo kommt denn der her? Hier fährt ein Bus, fiel es aus Claudias Mund heraus. Ich zücke mein Handy und recherchiere. Stündlich vom Bahnhof Frankfurt bis rein nach Slubice fährt er. Unentgeltlich, da mein Elefantenmäuschen einen Freifahrtschein im grünen Format besitzt.
Gut zu wissen. Beim nächsten Mal wird er getestet. Unser Weg führt uns über die Brücke. Bundesrepublik Deutschland, das Schild zieht an uns vorüber. Wir laufen zur Altstadt in Richtung Rathaus. Unterwegs machen wir einen Zwischenstopp an einer Giebelwand eines Plattenbaus aus DDR-Zeiten. Ich positioniere das rothaarige Ding vor der Kulisse eines Gemäldes. Es ist in Blau und Weiß gehalten und hebt als Kontrast Claudias rote Haare ins rechte Licht. Das Wappentier, ein Hahn der Stadt Frankfurt, gepaart mit einem Schönling, den ich sofort in Gedanken vernascht habe, schmückt die traurige Hauswand. Mehrere Einstellungen im Hoch- und Querformat, dann ist alles im Kasten und unser Heimweg geht weiter. Entlang der ehemaligen Einkaufsmeile herrscht eine gespenstige Ruhe. Wir fühlen uns wie in einem Western. Gestrüpp vom Wind zu einem Ballen geformt, weht an uns vorbei. Die Gewerberäume, die einst viele Geschäfte beherbergten, sind verwaist. Ganze zwei gastronomische Einrichtungen halten die Stellung. Kein Mensch, der sich dorthin setzt. Wie auch. Es ist wie auf einem Friedhof. So ruhig, so unwirklich. Wir entdecken an der Ecke zur Schmalzgasse eine Figur. Marmor. Die Trauernde aus dem Jahre 1920. Lebensgroß. Eine Figur, die ein Grab auf jedem Friedhof schmücken könnte. Eine elegante Dame, stehend, den rechten Arm angelehnt, der Kopf geneigt und in der linken Hand eine Rose. Sie ist das Synonym für diese Gegend. Trauer, Totenstille. Frankfurt, was ist aus dir geworden? Das Zentrum unbelebt und lieblos. Leise ist es hier rund um den Marktplatz geworden. Uns hält hier nichts. Wir sehen zu, dass wir Land gewinnen. Unterwegs kommt uns eine alte Straßenbahn aus den 20er Jahren entgegen. Eine Seniorengesellschaft feiert ihre gemeinsame Fahrt in diesem Kultgefährt. Wir sind angetan und winken den Alten in der Bimmelbahn. Die sind völlig aus dem Häuschen und winken zurück, als hätten sie gerade zwei Idole aus ihrer Jugendzeit entdeckt. Ein tolles Gefühl. Vielleicht sollte man sich öfter bewinken. Die letzte Etappe zum Bahnhof, den Hügel hinauf, etwas erschöpft rennen wir förmlich zum Zug. Vor unserer Nase fährt er davon. 20 Minuten warten, hieß es jetzt. Das störte uns aber nicht. Dann setzen wir uns einfach nochmal hin und paffen eine. Dann aber fährt der Zug nach Magdeburg ein. Wir finden gleich auf Anhieb einen Platz. Einige Minuten warten wir noch, dann setzt sich der Zug langsam in Bewegung. Erschöpft, aber zufrieden, schauen wir zurück auf den Tag in Frankfurt und der Auslandsreise im Mini-Format. Egal wie er auch war, mit dem Sonnenschein auf der Stirn und dem rothaarigen Elefantenmäuschen an meiner Seite ist jede Reise ein Vergnügen. Danke dir, mein Sonnenschein.